Kuckuck, herzlich willkommen zurück zu Kathi backt. Heute wird mal wieder nicht gebacken, denn ich habe ein Ruckzuck-Sommerrezept für euch. Das ist eine Manna-Waffel, Sahne, Mascarpone, Haselnuss-Cremetorte. Und die ist wieder, wie immer, ruckzuck in der Zubereitung. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Unser Manna-Waffeltürkchen brauchen wir für den Boden 100 Gramm Manna-Waffeln. Für die Deko habe ich nochmal so 4-5 zur Seite getan. Also die müsst ihr auch dazu addieren natürlich, aber für den Boden 100 Gramm. Dann habe ich hier noch etwas Margarine. Achtet immer darauf, dass die Margarine nachher schön fest wird, wenn sie kühl ist. Ihr könnt auch Kokosöl nehmen. Ich habe jetzt die Alsam-Margarine genommen. Davon brauchen wir etwa 25 Gramm. Für die Creme brauchen wir nachher 250 Gramm Mascarpone und 250 ml vegane gesüßte Sahne. Beides natürlich wie immer von Schlagfix und noch ein Schuss Haselnuss-Sirup. Und dann legen wir mal los, dann machen wir jetzt den Boden. Jetzt zerkleinere ich erstmal die 100 Gramm Manna-Waffeln für unseren Boden. Dann nehme ich einfach die Hände. Ich bin soweit. Und jetzt werde ich mit diesen furchtbaren Händen noch die Margarine holen. Die habe ich nämlich im Topf schon mal schnell schmelzen lassen. Übrigens noch ein Tipp an dieser Stelle. Ihr habt ja mein Cakepop-Video mit der lieben Pia gesehen. Ihr könnt natürlich auch einfach einen Teelöffel Mascarpone-Creme unterrühren, wenn ihr keine Margarine zufällig da haben solltet. Ich hole mal schnell die Margarine. Jetzt gebe ich die geschmolzene Margarine dazu. Alles gut verrühren. Die Springform habe ich schon mit Backpapier ausgelegt. Ihr müsst den Rand übrigens nicht einfetten. Jetzt geben wir die Masse in die Form. Ich habe die Masse gleichmäßig in der Springform verteilt. Jetzt tue ich sie noch mal kurz in den Kühlschrank und zwischenzeitlich bereiten wir jetzt die Mascarpone-Sahne-Creme vor. Wir brauchen 250 ml gekühlte Sahne, die schlage ich schnell auf, gebe dann esslöffelweise die Mascarpone-Creme hinzu und nachher noch einen Schuss, also einen guten Esslöffel Haselnuss-Sirup. Ihr könnt aber auch Karamellsirup nehmen, schmeckt auch sehr, sehr lecker. Und dann sind wir schon fast am Ziel. Die Mascarpone-Sahne-Creme mit einem Schuss Haselnuss ist fertig. Jetzt hole ich mal unseren Boden. Ah ja, der ist auch richtig schön fest. Jetzt geben wir die Masse in die Form, streichen alles schön glatt und zerkrümeln die restlichen Manna-Waffeln oben drauf. Dann kommt sie für eine Stunde in den Kühlschrank oder für ganz, ganz Ungeduldige, so wie ich, für 20 Minuten ins Gefrierfach. Unser Manna-Waffeltörtchen ist jetzt schön gekühlt und ich hoffe auch schön fest geworden. Jetzt gucken wir mal beim Lösen. Ja, das sieht gut aus. Da brauchen wir jetzt keinen Tortentrenner. Oder so einen Löser, meine ich. Brauchen wir jetzt gar nicht. Ja. Wupp. Und jetzt kriegen wir noch eine schöne Tortenplatte. Das ist sie, unser Manna-Waffeltörtchen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn es heißt, Kathi backt nur für euch. Alles Liebe, bleibt gesund. Tschüss! Und auch heute habe ich wieder einen schönen Lippenstift von Banana Beauty getragen. Und zwar die Farbe Peach Me. Mehr Infos dazu unten in der Beschreibung.